Herzlich willkommen beim Brave in One Podcast. Wir sind Tim und Aline und wir haben es uns auf die Fahne geschrieben, Paaren dabei zu helfen, eine glücklichere und erfülltere Beziehung zu führen und dabei mutige Schritte in die Zukunft zu gehen. Jede Woche teilen wir hier mit dir Gedanken und Erfahrungen zum Thema Partnerschaft. Schön, dass du heute dabei bist und etwas Zeit mit uns verbringst. Wir wünschen dir ganz viel Spaß in der heutigen Episode. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen hier wieder bei uns im Podcast. Mega schön, dass ihr wieder mit eingeschaltet habt. Heute ist eine Let's Talk About Folge und zwar habt ihr wieder auf Instagram abstimmen können, um welches Thema es ging und es war eine ganz haarscharfe Entscheidung. Deswegen machen wir die beiden Top-Themen. Heute geht es um Thema Schwangerschaft und wir stellen uns drei verschiedene Fragen, unvorbereitet. Bevor wir gleich reinstarten, haben wir noch etwas, was wir gerne mit euch teilen wollen würden, was wir schon auf Instagram angekündigt haben und verkündet haben. Nicht, dass wir schwanger sind, das auch, wer das noch nicht mitbekommen hat. Das hätte ich nämlich jetzt nochmal ergänzt. Wir machen nämlich diese Folge zum Thema Schwangerschaft, weil wir nämlich schwanger sind. Also für alle, die das noch nicht mitbekommen haben, hier jetzt der offizielle, wie sagt man denn, die offizielle Ankündigung, ja. Genau. Aber wir haben auch noch was anderes angekündigt. Und zwar haben wir uns nämlich in den letzten Wochen dazu entschieden, nach einer längeren Reflexionsphase, würde ich mal so sagen, dass wir, was einfach mehr im Einklang mit unserer Mission ist, dass wir die Preise unserer Online-Kurse anpassen. Und zwar wird es Sex Evolution jetzt dauerhaft verfügbar, statt 229 Euro für 79 Euro geben, damit einfach auch mehr Studenten und auch Schüler und Azubis sich das ermöglichen können. Und das ist halt einfach auch unsere Mission, dass wir wirklich die gesamte Gesellschaft am liebsten erreichen wollen würden. Deswegen haben wir da die Preise nochmal angepasst. Und Elements of Love, unser zweiter Online-Kurs, den gibt es wir haben den zuletzt im Paket für 379 angeboten in den Aktionstagen. Den gibt es jetzt für 249 und da ist auch ein 20% Studentenrabatt möglich. Da müsst ihr uns nur einmal eine Mail schreiben. Genau. Ihr Lieben, das wollten wir einmal kurz vorher loswerden. Also wenn das jetzt dadurch nochmal mehr eine Option für euch ist, freuen wir uns total, weil wir damit einfach noch mehr Paare erreichen möchten. Und damit starten wir jetzt auch schon rein in die Folge von heute. Wir haben wieder jeweils drei Fragen vorbereitet und ich würde sagen, ich starte einfach mal rein. Let's go. Und genau, also Thema Schwangerschaft ist heute am Start. Meine erste Frage von mir an die Daline ist, was würdest du sagen, hat sich jetzt schon in unserer Beziehung verändert seit dem Zeitpunkt, wo wir eigentlich wissen, dass wir schwanger sind jetzt? Das ist ein bisschen komisch, aber es hat sich noch nicht so viel verändert, ne? Also außer, dass halt, ich bin vom Typ her ja eh so, dass ich sehr viel darüber rede, wie es meinem Körper geht, weil ich sehr, sehr, sehr feinfühlig bin, was in der Schwangerschaft eigentlich, ich finde, total positiv ist. Aber der Tim weiß auf jeden Fall immer, wenn es mir gut oder nicht so gut geht oder meinem Körper gut oder nicht so gut geht. Und das war natürlich, schüttelt schon den Kopf. Gut und nicht gut ist eigentlich ein bisschen untertrieben. Das ist ja fast so wie schwarz und weiß. Nein, ich kenne jede Nuance, wie du dich gerade fühlst. Und genau, also du sparst nicht damit, diese Informationen mit mir zu teilen. Ja, man muss ja auch dazu sagen, es gibt ja gerade auch nicht groß andere Kanäle, wo ich das teilen kann. Ne? Also dadurch, dass der Kontakt einfach zu anderen Menschen ja auch eingeschränkt ist. Aber da muss ich schon sagen, das war so die ersten Wochen, war es halt schon auch geprägt von Übelkeit und so weiter. Und da musste ich halt einfach erstmal wieder in so einen Rhythmus kommen und in so einen, okay, der Körper ist jetzt anders. Ich habe mich immer sonst auf so eine Routine eingespielt. Gut, dann esse ich jetzt halt mal zwischendurch mehr einen Zwieback, damit mir nicht noch mehr schlecht wird und so weiter. Und da musstest du dich ja auch erstmal ein bisschen drauf einspielen. Aber genau, wir sind jetzt ungefähr, also noch nicht ganz Halbzeit, aber wir nähern uns der Halbzeit. Und mir geht's halt gerade richtig gut. Deswegen, aber das war ja gar nicht die Frage eigentlich. Ja, das lässt du mich mal ausreden, mein lieber Freund. Deswegen
hat sich ja nicht so krass viel verändert, würde ich jetzt gerade sagen. Also ich glaube, das kommt in den nächsten Monaten eher nochmal, wenn wir dann auch das Geschlecht wissen, wenn wir dann vielleicht auch vielleicht mal anfangen zu gucken, wie wir die Wohnung ein bisschen umräumen und so weiter. Also ich glaube, dann verändert das auch nochmal mehr unseren Alltag. Jetzt hat es halt mehr so die Gesprächsthemen eingenommen, aber erstmal noch nicht krass viel, würde ich sagen. Also außer, dass du halt mehr guckst, wenn ich... Okay, kurzes Bild für euch. Ich bin in der Küche und mache Frühstück. Tim ist irgendwie, keine Ahnung, im Wohnzimmer oder im Büro oder was weiß ich. Und dann merkt er schon, dass ich immer leiser und hektischer aber werde, ne? Mhm. So wirkt das dann, ne? Und dann kommt schon, soll ich dir irgendwo bei helfen? Weil wenn ich immer ruhiger werde und hektischer, dann muss ich wirklich relativ schnell was essen, weil mir dann irgendwie flatterig wird oder so. Und das habe ich halt morgens manchmal, wenn ich zu spät frühstücke. Und das merkte Tim dann schon. Da bist du dann auch feinfühliger geworden. Aber sonst nicht krass viel, aktuell noch. Wir werden sehen, wie sich das weiterentwickelt. Ja, wenn du auch wirklich, glaube ich, so richtig, richtig das von außen spüren kannst, dass dein Baby drin ist. Genau. Das gerade noch nicht. Crazy. Nee. Okay. Meine Frage ist, inwiefern hatte die Schwangerschaft Auswirkungen auf dich? Also was hat sich bei dir geändert? Was hat sich bei mir geändert? Ja, ich müsste, also man würde jetzt von mir erwarten, so dass ich so, dass ich sowas sage wie, ja, keine Ahnung, ich bin noch mehr in die Versorgerrolle reingegangen und will hier irgendwie die Wohnung nochmal auf Vordermann bringen und weiß ich nicht was, aber irgendwie kam noch nicht und fühle ich auch noch nicht. Also ist irgendwie, bei mir hat sich echt noch nicht so viel verändert, ehrlich gesagt. Also ich freue mich natürlich ungemein darauf jetzt, aber ja, keine Ahnung. Wir haben halt hier auch noch irgendwie unseren Alltag, mit dem wir halt auch lieben. Und wir lieben unsere Arbeit, die wir hier machen. Wir lieben das, diesen Podcast jetzt hier gerade aufzunehmen. Und deswegen ist das jetzt, also auch diese ganze Schwangerschaft, das ist so ein Thema, was irgendwie jetzt so schon, wie soll ich sagen, so allgegenwärtig ist, aber trotzdem nicht unsere Gedanken so komplett einnimmt, weil wir natürlich irgendwie auch noch andere Träume und Visionen und Ziele haben, die wir natürlich auch noch mit Brave and One weiterverfolgen wollen. Und wir glauben halt auch ganz stark daran, dass auch beides funktioniert. Also, dass man ja so seine Ziele verfolgen kann, auch wenn man ein Kind hat. Also ja, das ist, das schließt sich nicht beides gegenseitig aus. Es funktioniert. Es wird definitiv anders sein, ne? Und auch anders vom Rhythmus oder anders von der Gewichtung, aber es ist kein Ausschlusskriterium, definitiv nicht. Genau, also alle, die da irgendwie sagen, ja, man muss das eine oder das andere wählen, da sind wir beide so, dass wir sagen, nee, das kannst du beides haben. Die Frage ist nur, ob du dir das selber erlaubst. Und ja, was hat sich noch geändert bei mir? Ich glaube eigentlich, also gerade noch nicht viel, ne? Also nicht viel. Krass, ja. Nee. Wahrscheinlich wird sich das dann nochmal ändern, wenn das Kind dann auch da ist, beziehungsweise wenn du da nochmal ein bisschen mehr Beschwerden hast und du Rückenschmerzen kriegst und da ist mehr Teamwork die letzten Monate auf jeden Fall gefragt. Beziehungsweise darf ich dann da du wirst eingeleitet das, in Massage. Darf ich mir dann da einiges anhören und so und ja, wir werden sehen. Du darfst mich unterstützen dann. Ja. Ich glaube, das ist halt echt spannend, weil der aktuelle Zeitpunkt halt echt so, es läuft halt so ein bisschen nebenher noch, also es beschäftigt uns gedanklich schon natürlich auch noch mehr, aber es hat noch keine außenstehenden Auswirkungen krass gehabt und ich glaube, der Switch, der wird halt in den nächsten... Unser Alltag hat sich halt nicht verändert. Nee, gerade noch nicht, nee. Also es war halt die ersten Wochen so, aber da hatten wir ja Pause, deswegen konnte ich mir da, hatte ich automatisch geplante Ruhe auch, wo es mir ja nicht so gut ging, aber das war auch alles handelbar. Von daher, ich bin gerade echt super happy und kann mich echt nicht beschweren.
Und ich glaube aber, dass das sich, dass es so einen Punkt geben wird, wo sich das dann echt nochmal ändert. Aber der ist halt noch nicht da. Deswegen. Alles easy. Gerade echt noch super entspannt. Das heißt nicht, dass wir jetzt erst auf dem letzten Drücker dann hier umräumen oder so oder eine Kinderecke einrichten, das nicht. Das ist zum Beispiel auch noch gar nicht eingetreten. Also wir haben unsere Wohnung noch nicht umgeräumt, nix. Also bei mir in Gedanken schon, aber. Ja, aber wir werden auch nicht umziehen in der ersten Zeit, sondern es wird halt, wird sich halt auch hier nicht so viel verändern. Also wir werden halt so ein bisschen die Möbel ein bisschen umstellen, dass das halt alles ja auch kindgerecht ist und so und dass wir dann noch alle Sachen haben, die wir brauchen. Aber ja, wir werden jetzt hier nichts umbauen, riesig, oder irgendwelche Wände einreißen oder weiß ich nicht was. Also ja. Auch da ist halt, ja, wird sich halt alles dann so in unser Leben auch so integrieren. Genau. Ja, das sagen wir jetzt auf jeden Fall. Wer weiß, wie das in ein paar Monaten ist. Wir machen mal weiter mit der nächsten Frage. Mhm. Und da bin ich mal gespannt, was du erzählst oder was du jetzt dazu sagst. Was denkst du, wann ist der richtige Zeitpunkt, um Kinder zu kriegen, wenn man denn Kinder möchte? Weil das ist ja schon... Ich weiß schon, was du damit meinst. Schon ein bisschen tricky. Das ist so witzig. Also ich glaube, erstmal gibt es keinen richtigen Zeitpunkt. Ich weiß aber noch, dass ich damals gesagt habe, ja, so, also wenn ich mit dem Studium fertig, also ich habe alles geplant damals, wenn ich mit dem Studium fertig bin, wann war ich denn fertig? Weiß ich gar nicht. 2012 habe ich Abi gemacht. Das ist schon ein paar Tage her, ne? 2015, glaube ich, war ich fertig. Okay, dann war ich 2015, boah. Okay, ich bin schon alt. Also, dann war ich ungefähr doch mit 22 oder so war ich fertig. Ich glaube schon. Auf jeden Fall war es da dann ja so, dass ich wirklich gesagt habe, ja, ein paar Jahre Berufserfahrung, easy peasy und dann so mit 26, 27. So, und jetzt hat sich halt alles komplett geändert, aber ich bin halt trotzdem 27 und schwanger. Aber es hat sich halt, der ganze Weg hat sich geändert. Das war nicht so dieses Geplante und dann steige ich aus dem Job, dann nehme ich Elternzeit, bla bla bla. Ich habe halt die ganze Zeit auch gedacht, ach du meine Güte, wir sind selbstständig, das ist doch voll der größere Kack, du bist halt nicht, das ist halt in dem Sinne nicht so einfach, du gehst einfach zu deinem Chef und sagst, ja, im Kindergarten wäre ich zum Beispiel auch sofort, hätte ich wahrscheinlich sofort ein Beschäftigungsverbot bekommen, wäre halt sofort raus gewesen aus dem Job. Also das sind halt alles so Dinge, da habe ich mir halt vorher mehr Gedanken drum gemacht und jetzt gerade, es fühlt sich so leicht an. Wir müssen halt nicht so viel machen, ne? Also wir müssen keine großen Formulare ausfüllen oder sonst irgendwas, keine Ahnung. Nee, und es ist halt, aber auch so dieses, ich habe halt gedacht, boah, das ist halt, also das wird natürlich eine große Veränderung, definitiv, da sind wir uns auch bewusst drüber, aber trotzdem ist es unser Anspruch auch zu sagen, wir gucken dann einfach, wie es ist. Und wenn wir dann langsam auch relativ schnell, sage ich mal, wieder anfangen zu arbeiten, ein paar Stunden, wenn das reinpasst, dann passt das rein. Also sich dann da nicht so diese Begrenzung zu nehmen. Und das habe ich halt anfangs, habe ich gedacht, ach du meine Güte, dieser richtige Zeitpunkt kommt nie. Wir müssen erst fertig sein, das ganze Business aufgebaut haben und so. Und ganz ehrlich, das ist halt Schwachsinn. Und dann haben wir halt irgendwann gesagt, okay, doch, wir würden uns bereit fühlen. Und dann haben wir halt so gesagt, okay, wir wären jetzt bereit für diesen Schritt. Dann kam es ja doch schneller als gedacht. Und da muss man ja wirklich sagen, dass man dann, boah krass, okay, jetzt haben wir es doch, ja, wir haben jetzt diese Verantwortung, es ist positiv. Und jetzt merke ich aber immer mehr, den richtigen Zeitpunkt gibt es nicht. So, natürlich solltest du in einer gewissen Form dafür bereit sein, deine Beziehung sollte stabil sein, ihr solltet wissen, in welche Richtung ihr gehen wollt, also sprich, habt ihr ähnliche Zukunftsvorstellungen, das sind halt alles so, oder Grundwerte auch, ne, das war auch so ein Ding, was wollen wir eigentlich weitergeben an Werten, und da haben wir uns jetzt schon super viel mit beschäftigt, deswegen war das jetzt nicht so eine große Frage, aber die kam auch nochmal kurz so hoch, ne? Ja. Also ich glaube, dass man sich so als Paar, als kleinste Zelle einfach sicher ist, dass man eine stabile und gute Basis in der Beziehung hat. Da sollten keine toten Flecke mehr sein, wo man irgendwie bewusst nicht hinguckt oder so. Ja. So, oder Probleme, die man unter den Teppich kehrt oder man irgendwie genau. So sagt, ja, das Baby wird jetzt hier unsere Beziehung retten oder nochmal zusammenschweißen, das ist halt alles Schwachsinn, meiner Meinung nach.
Ja, es wird halt irgendwann wieder hochkommen, dieses ganze Thema, auch wenn es vielleicht in dem Moment dann so ist, dass man sich wieder näher zueinander hingezogen fühlt und sich vielleicht mehr miteinander verbunden fühlt oder was weiß ich irgendwie, aber so langfristig werden halt diese Themen wieder hochkommen, egal ob du ein Kind hast oder nicht, und das ist halt das, was wir auch so ein bisschen nach draußen tragen wollen. Schaut, dass ihr, bevor ihr Kinder bekommt, einfach so eure Beziehungen ja so aligned habt und dass ihr für euch als Paar einfach klar darüber seid, wo ihr hin wollt, wo ihr auch herkommt, dass ihr bei euch aufgeräumt habt, dass ihr ja Dinge, die euch vielleicht auch negativ beeinflussen, dass ihr mit denen einfach aufgeräumt habt. Das ist halt alles auch in Elements of Love drin, merke ich gerade, ne, wo wir drüber sprechen. Weil alles, was ihr nicht aufräumt, übertragt ihr dann halt natürlich auch wieder auf eure Kinder. Und Voll. Das ist natürlich ein Prozess, der halt nie abgeschlossen ist. Also man findet halt immer wieder neue Dinge, an denen man arbeiten darf. Aber so, dass man da so einmal so eine Grundsubstanz drin hat und das einmal so aufgeräumt hat. Genauso wie auch die eigene Mutter- und Vaterbeziehung, die zu heilen, bevor du Kinder bekommst. Also ganz, ganz spannende Themen sind dabei. Und das haben wir aber alles gemacht und deswegen haben wir uns ja auch bereit gefühlt. Also ich würde schon sagen, eure Beziehung sollte stabil sein. Ihr solltet in die gleiche Richtung gucken, die gleichen Absichten haben. Und euch einfach bewusst sein, dass diese Zeit echt eine große Herausforderung ist. Also ich hatte mal, ich weiß nicht mehr genau, wie rum es ist, 8-mal mehr Streit und 3-mal mehr Haushalt oder so. Das ist echt, es kommt einfach was auf euch zu, wo ihr erstmal wieder einen neuen Rhythmus finden dürft. Und da macht es einfach voll Sinn, wenn ihr voll das gute Team seid. So, also von daher, das ist schon, muss schon gegeben sein. Aber von den äußeren Umständen her würde ich sagen, ja, so eine gewisse Sicherheit ist auch gut. Aber da gibt es auch nie den richtigen Zeitpunkt. Also abzuwarten, bis ihr eure Karriere gemacht habt, ist halt, das wird nicht funktionieren, weil dann werdet ihr irgendwann bemerken, oh, meine Karriere ist jetzt auf einem guten Standpunkt, aber jetzt ist es zu spät, um Kinder zu kriegen. Also wenn das wirklich ein Wunsch ist, wollen wir euch da auch ermutigen, mutig zu sein. Genau, wie das so häufig ist und wie wir das auch schon erlebt haben, wenn du halt anfängst, Schritte zu gehen, dann ergeben sich plötzlich auch wieder die Lösungen dafür. Also ja, also wenn ihr euch Kinder wünscht und dafür bereit seid und schon so ein gewisses Grundkonstrukt habt, jetzt nicht einfach Kinder machen. Dann go for it. Genau, okay, nächste Frage. Bist du dran? Nee, ich bin dran. Ja, die ist so ein bisschen ähnlich tatsächlich. Was glaubst du, ist wichtig, bevor man versucht, schwanger zu werden? Vielleicht hast du ja noch eine kleine Ergänzung und dann können wir ja die nächste Frage machen. Bevor man versucht, schwanger zu werden. Sich darüber bewusst zu sein, dass es auch sofort klappen kann. das ist wirklich etwas, oder? Wir haben so gedacht, boah, wer weiß, ob das klappt. Und das ist ja auch wirklich, man kriegt das ja auch mit, weil ich finde das total gut, dass da auch immer mehr Leute drüber sprechen. Aber du weißt es ja schlussendlich nicht. Aber es kann halt auch sofort klappen. Also man muss sich in beiden Fällen bewusst darüber sein, dass man darauf vorbereitet. Ja. Ich glaube, was sich für mich richtig warum sich das jetzt für mich auch so richtig anfühlt, ist, dass ich so langsam so ein Gefühl dafür verspüre, dass ich auch irgendwie angekommen bin. Also in meinen Tätigkeiten und in dem, was ich so jeden Tag mache und was so mein Job ist. Und ich glaube, das gibt ja auch irgendwie so innere Ruhe und inneren Frieden. Und das überträgt sich dann natürlich auch wieder. Und das, also würde ich jetzt, weiß ich nicht, ob ich es als Muss irgendwie bezeichnen würde, aber für mich fühlt sich das sehr, sehr schön an. Und das kommt aber auch nur dadurch, dass du halt bei dir selber aufgeräumt hast, dass du deine, ja, alle Dinge, die dich irgendwie hindern, alle Glaubenssätze, die bis zu dem Zeitpunkt da waren, ja, dir angeguckt hast und ja, einfach so dieses Gefühl von angekommen zu sein hast. Und das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass man irgendwie fertig ist oder so oder dass man in der Karriere einen bestimmten Schritt erreicht hat, sondern dass man einfach weiß, wie der nächste Weg auch so ein bisschen aussieht. Also wie man dann auch so seine Fähigkeiten einsetzt und sowas. Und ja, ich glaube, das ist mir, also das finde ich wichtig. Voll schön. Ja, das bringt das nochmal voll gut auf den Punkt. Du bist dran mit Frage stellen. Was hast du in dem ersten Moment gedacht, als du den positiven Test gesehen hast? Wir haben den ja zusammen geguckt, ne?
Also der Test hat mich auch noch die ersten paar Wochen danach echt sehr motiviert. Motiviert auf jeden Fall, weil das war so, ach du Scheiße. Also das war halt so, ich habe mich mega gefreut. Also ich wäre auch enttäuscht gewesen, hätte es nicht geklappt, aber wenn man das irgendwie schon so, ne, also auch wenn es ja länger dauern kann, definitiv, und das auch, glaube ich, nicht der Normalfall ist, dass es auch immer sofort klappt, aber es ist halt etwas Unumkehrbares. Dann genau, genau. Es war dann plötzlich so, der Moment, dein Leben ändert sich jetzt. Also das war so plötzlich diese Verantwortung zu spüren. Ich habe mich mega gefreut. Aber dann so, ach krass, okay, das sind jetzt halt die Folgen, die Konsequenzen. Und das nimmt ja wieder nächste Schritte, also hatte wieder nächste Schritte. Also durch den positiven Test sind ja wieder nächste Schritte dann entstanden. So ein paar Sachen, wo man dann erstmal Klarheit kriegen musste und so. Und das war uns halt auch bewusst, wenn wir halt uns bereit fühlen und sagen, ja, okay, wir haben Lust, das Thema anzugehen, machen wir damit halt ein neues Thema oder eine neue Box auf. Das war uns schon bewusst im letzten Jahr. Und deswegen haben wir es halt lange nicht gemacht. Einfach weil wir wussten, es ist nochmal ein Riesenthema, was halt einfach auch viel einnimmt, wo wir auch möchten, dass wir dafür den Kopf haben. Und letztes Jahr war halt super viel Business, super viele andere Themen, genau, wo wir uns reinfuchsen durften, wo gar kein Platz dafür gewesen wäre. Also ich hatte jetzt auch die letzten 2 Monate ja gar kein Bedürfnis, irgendwas zu lesen. Ich auch nicht. Weil wir letztes Jahr so viel gelesen haben und so viel Input geholt haben von außen. Dann war noch die Coaching-Ausbildung, also es war Wahnsinn. Da hätte das gar nicht mental reingepasst. Ja, sehe ich so wie du. Und das war halt mit dem Test, war das plötzlich so, okay, nochmal einfach gucken, was ist jetzt wichtig für mich und meinen Körper, wie gehe ich damit um? Und das hat in den ersten Wochen natürlich schon auch Zeit ein bisschen beansprucht, weniger als ich dachte. Also völlig easy im Rückblick, aber das kam dann so hoch, aber auch voll die Vorfreude. Und plötzlich so, ja, dieser Moment, dein Leben ändert sich jetzt. Ja, ist schon ein bisschen verrückt. Ja, voll. Und dann war es echt schwer, geheim zu halten, weißt du? Ja, stimmt, das war auch noch witzig. Dann haben da wir hast irgendwie du mein Glas Wein getrunken. Als wenn wir dann bei den Eltern waren oder so, dann habe ich immer, hat die Darlene dann auch immer ein Glas Wein eingeschenkt bekommen. Und dann, wenn alle nicht hingeguckt haben, dann habe ich das Glas immer mitgetrunken. Das hat ganz gut funktioniert, erstaunlich gut tatsächlich. Ja, dann habe ich immer doppelt getrunken und alle haben irgendwie gedacht, ja, bei Darlene ist eh nicht schwanger. Niemand hat Verdacht geschöpft und an Weihnachten haben wir das dann unseren Familien erzählt. Und die sind halt aus allen Wolken gefallen, weil die halt gedacht haben so, ja, Darlene trinkt ja irgendwie auch Wein und so und das war eine sehr, sehr schöne Überraschung. Herrlich, ja. Ja. Letzte Frage habe ich nur noch, ne? Ja. Was möchtest du auf jeden Fall beibehalten, wenn wir Eltern sind? Oh, was möchte ich beibehalten? Dass wir natürlich auch Zeit zu zweit haben. Also, wir müssen halt mal gucken, wie das auch so am Anfang und in der ersten Zeit so möglich ist. Wahrscheinlich eher weniger, aber hat man dann gar nicht das Bedürfnis. Aber so perspektivisch möchte ich halt, dass wir trotzdem auch Paar bleiben. Ja. Also das, natürlich sind wir auch eine Familie dann, aber trotzdem möchte ich auch, dass wir weiterhin Paar bleiben. Ja. Ja. Und alles, was dazugehört. Also da auch, dass man mal irgendwie zu zweit irgendwo vielleicht auch in Urlaub fährt oder irgendwie mal zu zweit einfach alleine essen geht oder dass man, dass wir hier Brave and One halt einfach weitermachen, das machen wir auch als Paar. So all diese Dinge, dass man da auch so, auch als Paar weiterhin das Gefühl hat, man ist hier gemeinsam auf einen Weg und man wird nicht nur über das Kind miteinander verbunden. Mhm. Also das ist dann ja manchmal so, dass sich so dieser Fokus komplett auf das Kind richtet und man dann aber quasi nicht mehr den Fokus füreinander hat. Und das ist so ein bisschen das, was ich mir wünsche. Ich glaube, das ist auch wirklich ganz normal am Anfang.
Und das ist auch gar nicht schlimm. Aber ich glaube, dass man das einfach, dass man das halt im Hinterkopf hat, dass man einfach auch noch Paar ist. Und wenn man das im Fokus hat, dann wird man halt auch entsprechend halt auch handeln. Ja. Also dann, ja, also ich glaube halt in der ersten Zeit bist du einfach nur überwältigt und das wird auch noch ein bisschen anhalten. Aber wenn man halt das nicht als Fokus hat, dann wird es halt auch nach ein paar Monaten oder in den ersten, keine Ahnung, 1, 2, 3 Jahren, wirst du das dann halt nicht etabliert bekommen, dass du diese Paarzeit hast oder dann diese paar Momente. Ja, und deswegen, das finde ich mega gut. Ja, wir werden sehen. Wir werden da bestimmt noch mal die eine oder andere Podcast-Folge darüber machen. Das wie ist sich jetzt dann so Stand fast Halbzeit, ne? Also da kommt ja auch noch ein bisschen. Genau, wir werden dann noch mal ein paar Podcast-Folgen wahrscheinlich auch darüber machen, wie sich dann unsere Beziehung auch verändert und ja, wie sich das so alles entwickelt. Dann werden wir wahrscheinlich über diese hier schmunzeln. Ich bin so gespannt. Ja. Ja. Aber das darf ja alles sein. Das ist ja ein Prozess. Ich meine, das sind ja 9 bis 10 Monate einfach, die das auch im Kopf reifen darf. Und deswegen fühlt sich nicht jeder Monat gleich an. Und das ist auch gut so. Ja. Sie. Voll gut. Ihr Lieben, das war das, was wir Das waren die Fragen, die wir selber vorbereitet hatten zum Thema Schwangerschaft. Das ist so ein bisschen auch unser Update gewesen aus den letzten Tagen und Wochen. Wollten euch da einfach mal so ein bisschen mit reinnehmen in unsere Gedanken, wie wir über das ganze Thema denken. Und ja, ich finde das auch, du hast das gerade so gesagt, das ist immer sehr, sehr witzig, wenn man dann auch nochmal ein bisschen zurückschaut und so guckt, auf welchem mit welchem Mindset man das Ganze, die Welt so gesehen hat und so. Und dann werden wir wahrscheinlich irgendwann mal über diese Folge lachen. aber das ist halt jetzt so gerade der Stand der Dinge. Das sind unsere Gedanken zu dem Thema. Wir hoffen, du konntest schon ein bisschen was für dich mitnehmen. Und ja, wünschen dir jetzt noch eine wundervolle Woche. Genau, bis dann, ihr Lieben. Ciao.